Achtung! Dieses Video gibt die private Meinung des Moderatoren wieder. Es spiegelt nicht Meinungen oder Erfahrungen anderer Personen wider. Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Diesmal geht es um die Firma SodaStream oder auch Wassermax. Es geht allgemein um die Wassersprudler, die es überall im Einzelhandel zu kaufen gibt. Entweder man quält sich umher, wie in dem Vorfeld-Video gerade zu sehen, beim Flaschenhochschleppen, oder man macht es sich halt selber zu Hause. Wie gesagt, das ist der von SodaStream. Es gibt verschiedene Artikel von denen. Den gibt es in dieser Variante, das ist die Plaste-Variante, inklusive Plaste-Flaschen in zwei verschiedenen Größen. Oder gibt es auch schon nur für Glaskaraffen. Wir haben aber diese Variante hier und wollten wohl zeigen, wie schnell man sich selber Selter oder Getränke machen kann, ohne sich groß abzubuchen zu Hause. Die kleine benutzen wir diesmal nicht. Die große benutzen wir auch nicht. SodaStream hat immer viele Flaschen auch ein MHD mit drauf. Das heißt, wenn die Flasche in Gebrauch ist, empfiehlt SodaStream die Flasche nach diesem Zeitraum zu entsorgen. Wir sagen mal so, sobald die Flasche große Abnutzungsspuren hat, Risse hat, das hört man meist auch vom Deckel, dann sollte man spätestens die Flasche tauschen. So, wir bereiten erstmal SodaStream erstmal vor. Wir haben hier nicht die original CO2-Kartuschen von SodaStream, sondern das sind so eine Imitatprodukte. Aber im Grunde genau dasselbe, kommt auch von derselben Firma SodaStream, sieht oben auf dem Branding mit drauf, ne? Steht bloß ein Name drauf. Beim Kauf ist immer eine Flasche mit dabei, des SodaStreams. Wir empfehlen aber auch, kauft euch gleich eine zweite. Hat den Vorteil, ist die eine leer, kann man gleich austauschen gegen die neue. So, jetzt nehmen wir kurz das Gerät auseinander. Hier hinten kommt beispielsweise die neue CO2 rein. Das ist die alte, die ist leer. Wir entfernen einfach nur das Teil. Stülpen den SodaStream drüber. Drehen fest. Und das war's. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, mit dieser einen Flasche bis zu 60 Liter Sprudelwasser zu machen. Oder ihr tragt 60 Liter per Hand nach Hause, wenn ihr wollt. Aber ihr könnt es selber machen. Natürlich kann man nicht nur Sprudelwasser machen, sondern man kann natürlich noch viel, viel andere Sachen machen. Es gibt verschiedene Geschmacksrichtungen. Wir haben hier einige Beispiele. Das ist beides dasselbe. Einmal Cola mit, einmal Cola ohne Zucker. Einmal Waldmeister ohne Zucker. Mit habe ich gerade nicht mehr hier. Dann gibt es auch noch Energy beispielsweise oder auch Holunder oder man muss gucken, im Einzelhandel gibt es verschiedene tausende von Sorten. Wir machen jetzt als Beispiel eine Cola. Vorbereitet ist auch schon alles. Wir haben hier eine befüllte Flasche bei uns mit ganz normalem Leitungswasser, Stillleitungswasser. Das hört man, sagt nichts, also ist die Flasche noch still. Wir nehmen sie einfach hier, schrauben sie rein. Ich sehe, das Gerät zu mir, es geht leichter. So, schrauben wir hier einfach nur rein. Zack. Und jetzt könnt ihr selber bestimmen, wie groß der Druck sein soll. Man drückt einfach hoch. Über den komischen weißen Ding da kommt die Blubberblasen raus. Das war Geräusch Nummer 1. Das heißt quasi Flasche medium, wenig sprudelnd. Ein bisschen mehr sprudeln. Beim dritten Mal ist ein Vollsprudel. Also man kann das, je nachdem, wie man es selber haben möchte, selber dosieren. Da das jetzt für meine Kamerakind gerade ist. Machen wir nicht so viel Kontrolle rein, sonst gibt es ja eine Wirgeheule. Hochheben, wir Druck bald lassen und man sieht, die steigen die Blubberblasen bei auf. Das heißt, die Selter ist fertig. Die Selter erstmal nur. Und sie jetzt beginnt, hören wir hin. Ja, sie spricht mit einem, also ist es fertig. So, dann nimmt man sich noch den Sirup von SodaStream zum Beispiel. Man sieht, es gebrauchte Flasche, ist ein bisschen, naja, meine Flaschen sehen sauber aus. Aber das ist halt typisch Frau. So, fügt man das alles ein. So viel. Noch mehr im Rückgrat, meine Frau, denn das reicht für dich, Schatz. Und dann fügt man das quasi einfach nur in Flasche schräg halten im Idealfall, weil nämlich ansonsten kann er, ups,
nicht in Tröppeln, sondern ansonsten kann doch sein, dass die Kohlensäure einen zurückschlägt und die Flasche sich quasi selber entleert. Decke drauf, ein, zwei Mal links, rechts machen und schon habt ihr eure selbstgemachte, in diesem Fall Cola, zur Hand. Also, ihr habt die Wahl, entweder ihr stoppt euch weiter ab, wie die Idioten, und kauft euch Säte, die man zu Hause ganz einfach selber machen kann. Oder wie ich schon gerade erwähnt habe, man macht sich zu Hause einfach selber der schnellste und einfachste Weg. Das war es von mir aus. Bis zum nächsten Hoffe-Video. Das war eine Firma Sodastream, gibt es von der Wassermax, die verschiedene Firmen davon. Probiert euch aus, macht es euch selber, macht am meisten Spaß. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Denkt dran, abonnieren und teilen, euer Marco Lorenz. Bis bald und tschüss.